Es ist offensichtlich die Woche der schnellen Bewegung. Wir haben einiges Heftiges schon gesehen. Vor dem Wochenende noch der Goldkurs, da komme ich gleich nochmal kurz dazu. Und auch nach dem Wochenende direkt im Anschluss. Jetzt im Moment der Dow Jones auf dem Weg nach oben. Wir haben es gestern ja schon an verschiedenen Stellen angesprochen. Ich hoffe, ihr habt es da mitgekriegt. Und zwar diese Aufwärtsbewegung, Vergleich diese hier mit dieser Abwärtsbewegung. Und das Ganze scheint sich jetzt tatsächlich nach oben aufzulösen. Nochmal so zur Erinnerung, letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen, das ist ein möglicher Trigger. Das alleine wird jetzt noch kein Gewinnbringer zwingend sein, aber wir sind damit zumindest mal in der besseren Richtung. Ihr seht das hier, die Aufwärtsrichtung, die starke, die Abwärtsrichtung, die wackelige. Idealerweise sind jetzt Rücksetzer. Mal gucken, wie die jetzt hier sich entwickeln. Auch wieder eher wackeliger Natur. Das würde das Ganze auch auf dem kleinen Bild nochmal unterstützen. Also für all diejenigen, die das jetzt noch nicht mitgekriegt haben und gesagt haben, ah, ich warte den noch mal ab oder oh, jetzt habe ich den verpasst. Kommt ja auch immer ein bisschen auf die Risikogröße an, die man eingehen will mit der Stoppweite. Das ist insgesamt ein eher bullisches Bild, auch wenn ich nach wie vor diese Kiste so vor mich herschiebe. Dafür müsste der Kurs noch ein gutes Stück weiter nach oben wegfliehen, um mich davon zu überzeugen, dass das Thema komplett durch ist. Trotz alledem, wir sollten im Auge behalten, dass auch trotz aller Liebe für die bullische Seite diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, im Moment hier einen Rücksetzer hatte, hier einen Rücksetzer, auch das ist wieder überschneidend, noch nicht so richtig der Burner. Trotz alledem, das per se ist erstmal ein Longzeichen beim Dow Jones und gibt eigentlich eine ganz gute Erwartungshaltung, sagen wir mal das so, dass die bullische Seite hier noch ein gutes Stück weitergeht. Den S&P, der ist ein bisschen zerrissen zwischen zwei Lagern und wir werden gleich wechseln auf das nächste Bild und dann werdet ihr sehen, worauf ich hinaus will. Also auch hier gilt diese Box nach wie vor als ein absolut realistisches Potenzial. Da hat sich grundsätzlich nichts dran geändert. Auch hier im Moment zwar die Aufwärtsbewegung, auch die im Moment noch nicht so richtig super glücklich. Warum? Weil wir eben Kursüberschneidungen haben. Und die sollten möglichst harmlos ausfallen. Das ist hier in vielerlei Hinsicht, guckt euch das hier an, guckt euch hier, der ist zwar schnell, aber das ist alles noch nicht so richtig der Burner. Deshalb bin ich da noch nicht so guten Mutes. Da bin ich beim Dow schon fast auf der besseren Seite, was das Long angeht, aber hier beim S&P, so richtig glücklich bin ich damit noch nicht. Und jetzt kommen wir zum extrem anderen Fall und da sehen wir, warum ich das so gesagt habe. Das andere Bild, das ist jetzt der Nasdaq. Titel. Und da sieht man, wie nervös der Markt jetzt ist. Das ist sicherlich jetzt noch kein zwingendes Drama, aber mal so eben schnell 0,7%, das ist schon mal eine Hausnummer, innerhalb von ganz wenigen Minuten hier das zu sehen, das ist etwas, was Marktteilnehmer tendenziell nicht gerne mögen. 16 Uhr war hier oben und jetzt ist der Kurs hier runtergefallen. Ihr seht, wie fragil aktuell das Bild da ist. Erst hat es die Edelmetalle erwischt, Gold und Silber insbesondere jetzt da im Fokus. Und jetzt sieht man das Ganze hier auf dem Nasdaq einwirken. Die einzigen, die lachend daneben sitzen, das sind die Dow-Anhänger, die sagen sie, war was? Es geht doch tendenziell nach oben. Das ist nicht so untypisch, dass diese sich sehr unterschiedlich verhalten. Naja, sehr unterschiedlich ist so eine Sache, aber dass es da nicht alles gleichlaufend ist, das ist nicht so ganz abwegig. Denn der Tech-Markt unterliegt dann doch ein bisschen anderen Bedingungen und die Marktteilnehmer sind unter anderem dort auch nicht zwingend die gleichen und mit dem gleichen Werf unterwegs wie jetzt hier beim Nasdaq beispielsweise, wo man einfach sagt, geil, Techie, einfach kaufen, der Markt wird schon nach oben gehen. Wir sehen die steigende Nervosität und wir sehen das eben auch daran, dass der Markt immer mehr Rücksetzer macht, die eben auch wieder überschneidend sind. Das ist nicht das Bild, was man sich wünscht, wenn man sagt, geil, ich kaufe jetzt einfach. Das ist eher ein Zeichen für, oh, mal gucken, das sieht nach Päuschen aus. Ja, auch das muss nicht jetzt Katastrophe bedeuten, aber zumindest mal nicht aktuell das beste Bild für die Long-Seite, um einfach blindlings reinzukaufen. Wie geht man mit so einer Situation um? Eigentlich relativ einfach, wenn der Markt jetzt idealerweise, blöderweise macht er es nicht immer idealerweise, das ist der Grund, warum wir auch hin und wieder mal nur zugucken und dass wir sagen, ja, eigentlich haben wir recht gehabt, kaufen können wir uns trotzdem nichts, weil das war nicht schön genug, um uns zu positionieren. Das ist jetzt ein sehr schöner Abwärtsschub. Der ist wunderbar. Kommt jetzt etwas in dieser Form? Das kann alternativ auch von mir aus so aussehen. A, B, C. Das hat den gleichen Effekt mehr oder weniger. Idealerweise ist dieser Rücksetzer weit genug. Das können wir uns ebenfalls mal angucken. Was ist weit genug?
Weit genug ist gerne in Fibonacci gesprochen etwas, was in Richtung 38% geht. Also was ungefähr bis dahin läuft, 38, 50, von mir aus noch 61, 8. Idealerweise muss es gar nicht so weit gehen. Ich mache jetzt mal so andeutungsweise sowas, würde vollkommen reichen. Vielleicht geht es auch nochmal einmal so. Auch das wäre in Ordnung, weil beides würde andeuten, dass die Aufwärtsbewegung die schwache ist und wir dann Brüche unter diese Marke als einen Schub nach unten eben nutzen könnten. Also das Ganze ist ein Indiz oder wäre ein Indiz. Noch ist das Blaue nicht Realität und das muss auch nicht so schön aussehen. Sieht es blöd aus, ja, dann gucke ich halt nur zu. Sieht es so ähnlich aus wie das, kann man das gut erkennen, dann wäre das für mich ein Zeichen hier, die Short-Richtung nochmal aufzunehmen. Denn der letzte Arm, der ist hier abwärts. Und jetzt gibt es einige, die sagen, das finde ich eine gute Bemerkung, die geschrieben hatten letztens irgendwann mal, ja, aber wie realistisch ist es, dass der eine nach oben geht und der andere nach unten? Im Zweifelsfall könnt ihr doch beide Positionen eingehen, denn der, der in die Haupttrendrichtung geht, der geht meistens schneller und weiter. Das heißt, nehmen wir mal an, der Nasdaq setzt sich durch, dann mache ich mit dem Nasdaq Short mehr Gewinne, als ich gleichzeitig mit dem Long beim Dow Jones negativ bin. Wird der Dow Jones sich durchsetzen, mache ich mit dem hier weniger Verluste als mit dem anderen Gewinne. Also ihr seht, das gleicht sich durchaus untereinander aus, auch wenn das vielleicht mal gegenläufig ist. Ihr seht übrigens noch einen wichtigen Punkt, der Markt fällt jetzt hier weiter. Das heißt, diese Zeichnung muss ich jetzt natürlich so lange immer hinterherziehen und natürlich auch die Fibonaccis, das spare ich mir jetzt mal, das dürft ihr selber mal ausprobieren. Aber eigentlich muss man die Zeichnung mit jedem neuen Tief, und ihr seht, deshalb ist es gar nicht so schön, immer neu zu zeichnen, weil ihr seht, alle paar Sekunden muss man hier adaptieren. Erst wenn diese Bewegung da ist, wenn diese Korrektur da sich als Gegenbewegung zeigt, dann kann man das nutzen. So, ich habe es angedeutet, ich will es aber nicht so arg in die Länge ziehen, um das Video kurz zu halten. Beim Goldkurs sehen wir im Moment eine Chance, dass sich da was tut nach oben. Mit unseren exakten Marken könnt ihr das sehen. Ich habe für die Teilnehmer beim Trade des Tages da was vorbereitet. Schaut euch das eben an, beziehungsweise natürlich auch für das Born for Trading Team. Das geht dann per Telegram entsprechend rum, sodass ihr die Nachrichten, unsere konkreten Marken und sowas dann natürlich entsprechend dann auch sehen könnt und das Ganze nachvollzieht, wie das Ganze aussieht. Aber ihr seht, auch hier gibt es so ein ähnliches Verhaltensmuster und diese Geschichten, die kann man auf allen möglichen Märkten nutzen, wenn der Markt es erstmal vorbereitet und dann natürlich triggert. So, in diesem Sinne lasse ich euch jetzt im Augenblick zumindest mal allein. Wenn ihr wollt, guckt ihr natürlich selber gerne auf die Märkte. Wir werden das jetzt gleich hier live tun am Chart im Born for Trading Live. Ansonsten euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.